Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 1, zumindest aus dem 3.6. Beim letzten Mal haben wir den Seeschrein hier betreten und haben uns den Rosetta-Stein geholt. Und nun sind wir dabei, dem Chaos auf den Grund zu gehen. Please, someone kill me. Ja, das Chaos des Wassers soll hier unten irgendwo rumlauern. Was es wohl sein wird. Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Tralalalala. Man will ja auch nicht spoilern. Habe ich schon genug gemacht in dem LP hier. Sag mal, was ist das für ein Kackraum? Schlitz, Schlitz, Schlitz. Und Bong, Bong. Bongo, Bongo. So, hier unten geht's raus. Also hier muss es doch zum Chaos gehen. Was anderes kannst du mir ja nicht erzählen, Schätzelein. Na doch. Nein. Oder doch? Man weiß es nicht. Vielleicht geht's ja auch noch einen Stockwerk runter. Aber. Ah, sehr gut. Da ist die Ausgeburt der Hölle. Also heftig genug auch wieder nicht. Alle voll? Jo. Äther. Da haben wir's. Nope. Oh, der hat MP geballert. Er verballert wie sonst was. Na gut, und auch Level-Ups gehabt wie sonst was, aber. So, dann speichern wir mal, Schätzelein. Ho, ho, ho. Ihr hirnlosen Landbewohner. Eure verzweifelte Hartnäckigkeit amüsiert mich. Tö? Mein Gott, das überrascht uns. Wir haben es ja bis jetzt nur zweimal gesehen. Oh nein, es ist Aquadon. Nein, es ist der Kraken. Doch ihr befindet euch in meinem Reich. Denn ich bin das Wasser des Chaos des Wassers, Aquadon. Oh, ist doch Aquadon. Diese dunkle Tiefe, sie wird eure Grabstätte sein, werden. Tun, tuten. Ich bin fett. Ja, I've seen enough time to know where this is going. Was? Ich hab nichts gesagt. Ja, was mache ich, ne? Angreifen würde ich vermuten. 15. Hast. Protera. Hast. Klopp, klopp, klopp. Na, 8 Hits war ja klar. Bei so vielen Tentakeln. So. Hast. So, zack. Dann rum. Dann. Transpra hatte ich mir nicht geholt. Kommt noch einer Protera drauf. Dann nur auf dich. Tschu, abgewehrt. Boah, 14 Hits. Mumm. Mueu. Mumm. Mueu. Man kann sich vielleicht schon vorstellen, gegen was das viel schwach ist. Richtig, gegen Eis. Nicht. Aber ich mach mal Ex-Eis, weil ich nicht weiß, ob der Eis-Spells kann. Mit der besten, das ist die beste Begründung ever. Tinte. Blablabla. Boah, natürlich. Zack, zack, zack. Blitzka. Natürlich erwischt es den, der am meisten Schaden macht. Und er trifft trotzdem. Und killt ihn eiskalt. Voll heftig. Okay. Na, dann wollen wir mal. Kristall des Wassers reaktivieren. Ding. Hi. Bling, bling, bling. Dör. Multidurp. Bading. Und weiter geht's. So, was haben wir hier? Höhle der Genese. Ja, wer hätte damit gerechnet? Hm. Hä? Was geht hier ab? Erdbeben? In einer Erdbeben unter Wasser? Sind es diese Unterwasserbeben? Hm. Obwohl Erdbeben und. Ne, Erdbeben ist eigentlich überall. Weil da verschieben sich ja nur die Landkrusten.
Genau. Am besten den Kampf schaffen, vorher, also vor dem Kampf gespeichert haben, den Kampf knapp schaffen, vergessen zu heilen oder gar nicht heilen können und dann kommt sowas. Und dann ist man tot. Und dann denkt man sich schon, ma. Und man denkt sich einfach so, Notch! Was Notch damit zu tun hat, ich habe keine Ahnung. Meine Phrase, das ist krank. Möchte man meinen. Ich meine, wir sind hier unter Wasser und so ein Zeug. Ja, krank oder lebensmüde oder mutig. Oder einfach raus teleportieren. Vor allem rein theoretisch könnten wir jetzt nicht mehr darunter. Das Fass ist ja noch da unten. 175.000, ich gehe mal ein bisschen shoppen. Ich habe gesagt, ich gehe ein bisschen shoppen. So. Damit meine Stimme wieder da ist, muss ich ein bisschen, ne, Antizustände außer Steinkampf und fähig. Okay. 23 Zelte, passt. So, heilen. Ich weiß, was auf uns zukommt, also wäre es, glaube ich, das Beste. Ich glaube, wir sollten aber vorher zu Luffy. Zuerst müssen wir nochmal nach Melmont. Um dort den Rosetta-Stein, um dort den Rosetta-Stein die Luffenianische Sprache zu lernen. Ich sage einfach Luffenien, weil es im Englischen genauso heißt. Die Luffenien-Sprache zu erlernen. Erlernen. Erstmal nach Ude. Oder Uden oder whatever. Whatever. Right hat Level Up und DBA natürlich nicht. Fand auch gut, ich war im Inn, gleich anschließend Level Up. Ja. Das Spiel, ich hab dich auch lieb. Mach direkt vor dem Luftschiff. Oh, warte. Das sind ja die stärkeren Formen. Zack, zack. Schlitz, Schlitz. Und zack, zack. Wow. Klopp, klopp. Da fühle ich mich aber jetzt ein bisschen benachteiligt. Und die Bär hat Level Up. Jetzt sind die MP echt wieder um 4 gestiegen. Alter. Das ist ein bisschen billig. Mein Hals stirbt gerade. Ich habe kein Glas zum Trinken hier stehen. Aroma ist mein Zimmer. Ich trinke immer aus der Pulle. Was natürlich total unvorbildlich ist, aber. Ich nehme noch kein Glas mit auf mein Zimmer. Was los? Lasst mich diesen Stein sehen. Ja, hier. Bei den Göttern! Ist dies der einzigartige Rosetta-Stein? Nun wird es mir endlich gelingen, die Sprache der Luffenianer zu entschlüsseln. Alter. Ja, dann machen wir hin. Aber natürlich, es ist so simpel. Ich wusste, ich bin ein Genie. Dö-dö. Nun eine äußerst komplexe Sprache, in der Tat, aber ich schätze, ihr könnt sie lernen. Wow. Blabla. Ja. Seht ihr, selbst ihr konntet dich. Hör auf, uns für dumm zu verkaufen, Luis. Du Idiot. So. Auf nach Luffenia. Ich habe keine Ahnung, was wir da wollen, aber auf nach Luffenia. Das Schöne ist. Obwohl, der Krieg ging ja eigentlich, ne? Von der Länge her. Ich wollte jetzt sagen, ich werde durchspeeden, aber die Geschwindigkeit ging ja. Und daher werde ich es nicht machen. Warum kann man da nicht landen, ey? Nee, man muss hier ganz oben landen. Das ist voll ätzend. Ja. Oh, warte. So. Schlitz, Schlitz. Zack, zack. Er hat den Troll nicht gewonnen, hätte. Nein. Dafür habe ich ihn erledigt. Trollolololol. Da. Immer mit so bei den Liedern. Oh, how about. Nope. Oh, nein. Werdet ihr heute einen ausnahmsweise mal verschont. Oh. Kann ich mal schauen, wie Eisler aussieht, wenn es klappt. Natürlich nicht.
Vielleicht sehen wir es ja bei Tiamat oder so. Das ist so letzter Boss oder vorletzter Boss so. Beziehungsweise nicht mal, weil da kommen ja noch die Bonusbosse. Oh, welche waren das? Das waren die aus FF3 und ich glaube nochmal aus FF4, die vier Hauptbosse. Sag mir nicht, dass bei FF3 von den Bossen auch noch die Wolke der Dunkelheit vorkommt. Der Endboss von denen. Oh. Please not. Ich weiß nicht, ich kenne den dritten nicht so gut. Ich habe irgendwie nur den Anfang kurz gespielt. Wir sind Lufenianer. Wir sind die Nachkommen jenes Volkes, die den Himmel und die Lüfte ihr Zuhause nannten. Das Schiff, mit dem wir reisen, ist ein Luftschiff. Gebaut wurde es von Sid, einem legendären Lufenianer. Ja, was sollen wir jetzt hier eigentlich? Die Legende besagt, dass 400 Jahre nach dem Zerfall Kriegerschein, bla. Gesandte des Lichts, die Legende ist wahr. Okay. Was hast du so zu verlabern? Vorher entwickelten wir uns zu einer Hochkultur, sogar den Himmel konnten wir erobern. Von dieser einst noch hochentwickelten sind wir das uns halt nichts mehr zu sehen. Vier Elementare, Wind, Himmel, ein schönes Schloss zu errichten, okay. Schwebt hoch über den Wolken in einem Meer von Sternen. Ob die Maschinenmenschen, die unsere Vorväter bauten, noch immer aktiv sind. Wir Himmelmenschen tradieren unsere Erinnerungen auf rituelle Weise. Um 1000 zu verblassen. Ja, jetzt sag mir nicht, dass ich umsonst hier bin. Genau wie nämlich Amok. Das Luftschloss, das über unseren Köpfen schwebt, vor langer Zeit lebten wir Vorfahren in diesem Schloss und der Tommy Raj soll sein Eingang sein. Dankeschön. Wir liefern uns einen erbitterten Kampf mit Tiamat, dem Chaos des Windes. Doch wir waren seinen bösen Mächten nicht gewachsen. Seitdem hätte das Luftschloss besetzt. Ja, Grafikbug, was ist los? Der Wind war die Quelle unserer Kraft, doch Tiamat brachte die Quelle zum Versiegen. Ihr Krieger der Legende, nehmt dies mit euch. Mit dieser Glocke würde ich der Tommy Raj Eingang gewähren. Ah, Glocke erhalten. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Was guckst du so? In unserer Verzweiflung schickten wir 5 unserer besten Krieger los. Doch angeblich hat sie eines der Chaos verflucht, sodass sie nun ihr Dasein als Fledermäuse frisst. War in der Terrorhöhle nicht so ein Raum mit 5 Fledermäusen? Oder halluziniert? Ernsthaft? Holy Macaroni! Gleich mal Erzengel holen. Flair, ja. Flächenangriff aus Licht und Feuer. Sehr gut. Oder so. Holy fucking Macaroni. Aber was nur Erzengel. Voll nur. Yeah, Flair. Jetzt mach ich's mal wie Echidna. Flair. Bam. Boah. Super heftig. Wie viel MP verbraucht der? 50. Sogar mit Maximum-Level können wir den, glaube ich. Lasst mich rechnen. 19 mal einsetzen. Dann, genau, dann fehlt uns ein MP. 19, 10 mal 50, 500, 45, 450, ja. Ich habe fliegen gesagt und nicht rüsten. Schnell flieht ihr Narren. Oder verbrennt. Mit Bastarde. Sanctus müssen wir uns auch noch holen. Weil Sanctus, stärkster Heiligzauber hier, Alter. Haben die Untoten nichts mehr zu lachen. So. Sage ich einfach mal. Wir machen Chris Vorteil. Tschüss. Ich mach gleich den Cursor einfach auf Merken. Dann hau ich nur noch ab. So, Tommy Raj ist natürlich hier. Wir müssen erstmal nach hier unten. Dann können wir hier irgendwo seitlich landen? Lol. Wie nah können wir denn ran? Der Tommy Raj ist jetzt quasi von hier aus links. Hier geht nicht. Hier geht. Sauber. Erstmal ein bisschen rumglitschen. So, Zelte hier, blablab. Zelt als Gasthaus. So. Komplett geil. Spajon. Ich hätte das Zelt vielleicht davor benutzen sollen.
Tommy Raj EG. Okay. Ja. Oh, Vampire. Ja, Mensch. Ah, ich bin ein Asgar mit Valnar. Hi. Wow. Oh, nein, ihr habt... Ah. Ja. Dunkelritter. Oh nein, das ist Cecil. Aus Final Fantasy 4. Schnaufen. Oh nein. Daneben. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Zack, zack. Oh mein Gott, der Typ hält sogar was aus. So viel dazu. Ich kann eins sagen, dieser Turm... der Turm und das Luftschloss werden viel Zeit beanspruchen. Vor allem das Luftschloss. Da habe ich ganz böse Erinnerungen dran. Der Turm, weiß ich nicht genau, wie hoch der war. Irgendwie 6 Ebenen. Höchstens. Oder 10. Oder 80. Wer weiß das schon. Erstmal finden wir hier ein Zelt, das wir eh nicht hier drin benutzen können. Lauter Schatz... Oh, Wächter. Das sieht nicht gut aus. Wie wär's denn mit Blitzgar? Ein. Einmal Fire in my Laser. Oh, Zap. Zap, Zap. Wow. Die sind ja quasi unaufhaltsam. Ja, Mensch. Das Problem ist, im Schluftloss kommt ein Gegner, der könnte ziemlich stark sein. Nicht der könnte, nicht nur der ist... Ach du Scheiße. Der könnte nicht nur ziemlich stark sein, der ist immens. Ich weiß nicht, ob der mit unserem Level noch so stark ist. Ich meine... Oh. Ich meine, wir killen die Bosse mit Leichtigkeit momentan. Kriegt er noch EP? Bitte sag mir, er hat noch EP gekriegt. Ich glaube nicht. Weil das so viel EP waren. Bring. Erstmal entsteinern wieder, ne? Das ist Heilerhelm. Lass mich raten, für dich nicht. Nutzen, um Heilung durchzuführen. Ja, genau. Hier finden wir auch jeden Scheiß, wa? 1810, 3400. Mondschwert. Ein scharfes Krummschwert. Ja. Nein. Diesmal nicht. Oh. Vier Wächter. Einfach Blitzger. Das passt doch schon so. Klopp, klopp. Zap, zap. Zap, zap. Blitzger. Badadum, badadum, badadum. Na, sind sie tot. So, Aegis-Schild, sehr gut. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kannst du das Aegis-Schild tragen oder... Natürlich nicht. Schutz bisweilen vor Stein. Ah, sehr gut. Genau sowas, was ich bei den ganzen Medusen... Alter. Machen wir es doch auf die handelsübliche Art, wa? Würde ich mal so spontan behaupten. Ich glaube, das wird nichts. Dafür sind wir, glaube ich, nicht stark genug. Hat auch mit dem Level was zu tun, so. Beziehungsweise der Stärkeunterschied zu den Gegnern. 1530 EP, Alter, das ist heftig. Chimären. Oh, ich, tschüss. Feuersbrunst, bro. Ja, oh, geht so. Bro. Chimären, halb Drache, Löwe, Ziege, Schlange? Nee, halb... halb... Halb Drache, Schlange, Greif... Und noch irgendwas, glaube ich. Keine Ahnung. Ach, Löwe. Hat die Löwen erwähnt? Ich glaube, beim ersten Mal habe ich den Löwen erwähnt. Danach nicht mehr. Also Schlange, Löwe, Greif, Drache, Blub. Und so weiter. Interessiert doch niemanden. Außer mich. So, wo geht's denn jetzt weiter? Oh. Hi, Asgar. Mein Gott, Asgar alleine und
Oder Alain oder wie auch immer. Und Valnar. Ah, ich bin Asgard. Da, ich bin tot. Schlitz, Schlitz. Vor allem, das war mein Boss. Das ist so billig. Am besten kommt jetzt noch Garland. Ja, ich komme immer so. Ja, hi. Haben wir dich nicht umgebracht? Ja, ich bin jetzt Miniboss. Seid ihr meine Erschaffer? Nope. Ja. How about no? How about Flair? Oder abhauen? Diese Platten haben doch bestimmt irgendwas zu bedeuten. Warum kann ich die nicht benutzen? Warum sagt mir das niemand? Was ist hier los? Warum liegt der Stroh rum? So. Buttertisch, buttertisch. Klopp, klopp. Wow. Der ist sogar mal instant gestorben. Muss ich die nicht anreden oder so? Nee. Okay. Ach komm. Langsam reicht. Oh. Der Part ist ja schon lange zu Ende. Dachten sie schon wieder eine Überlänge. Guck mal, wie blöd das ist. Leute, ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, das Bild hat euch gefallen. Falls ja, kommt da und kriegst du wie immer wünscht. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss.